und willkommen zu der neuen Folge Geburt bis Tod mit der Easy Cheesy zusammen. Und zwar sind wir heute Engel und genau, dann würde ich sagen, let's go! Yeah! So, hier soll ich also ein weiteres Engelsbaby zur Welt bringen. Ist hier offen? Oh, hallo! Oh, es kommt gleich! Es kommt? Okay, okay, okay. Ist okay, ich bin ausgebildete Arzt-Engelin. Okay, fokussieren Sie sich auf Ihren Heiligenschein, okay? Sie müssen die Energie spüren aus Ihrem Heiligenschein. Das ist sehr wichtig. Ja, es kommt ja fast raus aus meinem Heiligenschein. Okay. Sehen Sie das da oben? Ich sehe es schon fast, Sie sehen schon den Kopf kommen? Mhm, ich sehe den Kopf kommen. Okay, dann ziehen Sie dran. Okay, ich ziehe. Okay. Ziehen Sie. Okay, ziehen Sie. Einmal ein großes Hauruck und dann eins, zwei und... Was ist da? Oh, ist das ein süßes Baby. Oh, war das anstrengend. Hier, nehmen Sie das. Ich kann es nicht. Okay, okay, alles klar. Ich werde es zur Engelsschule bringen. Oh, danke. Und dann, genau, dann kümmern wir uns da weiter drum. Ich bringe es am besten in die Basis rüber. Aha, aha. Sie können es dann in... Bringen Sie mir eine Cola mit. Ich kann Ihnen eine Cola mitbringen. Sie können es dann in, keine Ahnung, in 3 Jahren können Sie das besuchen, wenn wir fertig sind. Ja, ja. Wiedersehen. Okay, 5 und 6 und 7. Oh. Ding dong. Okay, geschafft. Hä? Huh? Wer ist das? Ist es meine Mama? Ist heute der Tag? Hallo? Hallo? Oh, oh, hallo. Hi. Bist du? Bist du das, Ronja? Ja. Oh, echt? Werden wir uns kennen? Sind heute 3 Jahre um? Ja, du bist 3 Jahre alt geworden. Oh mein Gott, wie? Warte, komm rein, komm rein, komm rein. Hier ist dein Geschenk. Was ist? Warte, was ist dein Geschenk? Ein angebissener Donut. Oh, Donuts sind super lecker. Ich brauche auch keinen Donut. Ich kann dir mein Haus zeigen. Ich habe hier gewohnt die letzten 3 Jahre. Zeig mal. Engelsoberfrau ist gar nicht zu Hause gerade. Aber die hat gesagt, dass du heute kommen würdest. Okay, also nehmen hier noch andere Engel mit dir außer sie? Ja, also hier sind halt noch die anderen Engelkinder, die zur gleichen Zeit geboren wurden. Aber ich weiß gar nicht, wo die gerade sind. Kann sein, dass die Schwebeunterricht haben. Und warum seid ihr hier in der Militärbasis? Also der Oberengel hat gesagt, das ist, damit wir halt nicht entdeckt werden. Weil niemand erwartet in der Militärbasis ein Engels, keine Ahnung, Lager oder so. Das ist ganz schön. Sag mal, wo sind eigentlich deine Flügel? Wann fangen die an zu wachsen? Also schon auf dem Rücken? Ich hab, also es piekst schon ein bisschen. Ah, super. Aber... Ja, dann solltest du ja bald so weit sein. Warte, wann sind deine gewachsen? Ich glaube, das ist relativ ähnlich mit... Da war ich 4 oder 5 Jahre. Da warst du oh, dann dauert es ja nicht mehr lange. Genau. Hier ist mein Sportdings. Hier haben wir einen kleinen Kühlschrank für Snacks und eine Mikrowelle. Aber man kann auch runtergehen in den Keller. Geht's hier raus? Das weiß ich nicht. Soll ich erstmal runter in den Keller kommen? Komm erstmal runter in den Keller. Zeig mir, was hier im Keller ist, genau. Okay, also hier ist halt. Was halt, wenn man böse Engel hat? Oh, weil das böse kann ja. Engel? Meinte die Oberengel, hat gesagt, man kann auch böse Engel haben. Aha. Deswegen, die sind dann hier, aber hier darf ich eigentlich nicht hin, okay? Wir müssen schnell raus, wenn ich nicht hier sein darf. Also, falls du wen hörst, dann, okay? Okay, okay. Oh, warte, ich konnte mal einen Kamin anmachen. Oh, das ist schön. Oder was soll das sein? Das ist wie eine Bank mit einem Feuer. Ein bisschen. Sicher, dass das okay ist? Kannst du dich da raussetzen? Vielleicht ist das ein Grill und da wird gebraten, ich weiß nicht. Ich will nicht wissen, was hier passiert. Jedenfalls. Hier habt ihr die Engelsgewehre, genau. Hier sind die Engelsgewehre und hier ist dann halt die Zentrale. Die bösen Leute. Und da kann sie beobachten, wenn neue Engelsbabys geboren werden, meinte sie. Ah, ja, ich sehe gerade, keins wurde heute geboren, Mensch. Keins wurde heute geboren. Echt aus. Und dann kann man hier noch tiefer runter, aber da darf ich nicht hin, das ist ganz verboten. Okay, wir müssen schnell hoch. Okay, lass uns schnell hochgehen, nicht, dass die wiederkommt und dann kriege ich Ärger und dann darf ich niemals meine Flügel kriegen. Okay, hier weiter oben. Ups. Hier weiter oben sind, essen wir meistens und hier haben wir Engelsunterricht. Engelsunterricht habt ihr hier? Mhm. Das ist die Engelsschule hier. Ja, das ist die Engelsschule hier. Boah, weil wir dürfen nicht in die richtige Schule. Ach so. Ja, weil da halt die normalen Kinder sind. Ja, ja, verstehe ich schon. Und nicht, dass wir die. Keine Ahnung, was passiert. Ich weiß gar nicht, was passieren soll. Warum ist denn das hier auf? Oh, jetzt ist es auf. Hier ist auf. Hubschrauber? Wozu brauchen Engel Hubschrauber? Ihr könnt doch fliegen. Ich glaube, das ist eigentlich nur zur Tarnung. Ah, das ist zur Tarnung. Oder für die Engelsbabys, die noch nicht fliegen können. Oh, meinst du, ich darf den benutzen? Einen Rundflug machen? Ja! Ja? Okay, dann steig ein. Okay, ich sitze drin. Yeah! Oh, weißt du, wie man Hubschrauber fliegt? Okay, aber du bist ja ein Engel, also kannst du... Okay, ja, das ist gut. Ja, ja, Wo fliegen wir hin?
Wo möchtest du denn hinfliegen? Boah, ich habe die Stadt noch nie gesehen. Können wir einen Rundflug über die Stadt machen? Ja, na klar. Kannst du mir alles zeigen? Ich zeig dir alles. Also, wir sind hier in Brookhaven, ja. Aha. Engel sind hier zugegen. Ja, diese Stadt wird von Engeln geführt. Okay. Und ja, hier fliegen wir gerade über den Brunnen, da ist der Spawnpoint. Da hinten sehen wir das Kino. Hier sind Luxus-Apartments. Guck mal. Oh. Hier können wir mal landen. Hier sind Luxus-Apartments. Die sind sehr, sehr beliebt. Wohnst du hier. Da? Ah, nee, ich wohne nicht hier. Du wohnst nicht hier. Wohnst du nicht in Brookhaven? Ich wohne auf einer Wolke. Ah, ich wohne auf einer Wolke. Ich kann nicht zu der Wolke fliegen. Vielleicht kommen wir da ja hin. Ja, gerne. Oh, warte mal. So, hier ein bisschen beschleunigen. Okay. Ah, nee, der Wind hat meine Wolke gerade weggetragen. Tut mir leid. Warte, hast du jetzt kein Zuhause mehr? Nee, aber die kommt schon wieder. Oh, okay. Okay, ansonsten kannst du bei mir in der Basis wohnen. Oh, das ist nett. Ich weiß aber nicht. Vollgas. Okay. Vollgas hier. Möchtest du auf den Berg fliegen? Oh ja, warte, was ist das für ein Berg? Das ist der Brook Mountain. Der Brook Mountain? Wow, ja. Du kennst dich wirklich gut aus. Hier okay. Landen. Ich bin schon raus. So, oh mein Gott. Hier sind das Schaukeln? Was ist das? Oh mein Gott. Ich bin in das Ding reingehüpft. Kommst du mit? Oh nein. Oh warte, ich kann damit fliegen. Ja! Es ist, als könnte ich schweben! Oh mein Gott, ist es für dich immer so? Das ist dein erster Flug, weil du noch keine Flüge hast. Das ist mein erster Flug? Ich bin noch nie geflogen! Oh, yeah! Oh mein Gott, das macht so Spaß! Oh, ich wünschte, meine Flügel würden schnell wachsen! Wo möchtest du hinfliegen? Ich möchte hinfliegen in, zu dem See. Zum See? Alles zum See! Was ist hinter dem See? Was ist das? Die Solaranlage? Davon habe ich gehört. Keine Ahnung. Das ist tatsächlich, wusstest du, da wird die Sonne von den Engeln gefangen. Und das wissen die Menschen wissen das gar nicht. Ah. Wurde uns beigebracht gestern in der Engelsschule. Die denken, das haben die erfunden. Bam! Okay, und runter. Ach, ist das schön hier. Ah, ist das schön. So, jetzt noch Hände waschen. Und dann bin ich auch schon fertig. Oh, hi Mama. Boah, liebe Äpfel. Was haben wir vor heute? Du hast doch gesagt, heute Nacht ist ein Event. Ja, genau. Du hast doch jetzt deine Flügel und du kannst auch schon schweben, habe ich gehört. Ich kann auch schweben, ja? Ja, aber ich mache es selten. Wir können jetzt endlich mal anfangen, als Engel zu arbeiten. Was denkst okay, du? Was müssen wir als Engel machen? Wir müssen Schutzengel sein, zum Beispiel. Schutzengel? Leute. Ja, wir müssen uns Leute suchen. Warte, und schließ mal ab. Beschützen. Okay, mal, siehst du den da? Da zum Beispiel ist gerade ein Killer. Da nehmen wir uns eine Waffe und dann machen wir so. Oh, okay. Ja, das genau so. Auf jeden Fall gut. Boom. Bis er nicht mehr lebt. Okay, verstehe. Ich gucke lieber... Kann schon mal ein bisschen dauern. Manche sind ein bisschen hartnäckiger. Guck mal da, diese Melinda. Vielleicht können wir ihr folgen. Okay, ja, wir folgen Melinda. Das ist eine gute Idee. Okay, folgen wir. Ich muss nur mal kurz wenden. Okay. Warte, Melinda fährt auf dem Skateboard. Das ist bestimmt sehr gefährlich. Da können wir sie beschützen bei. Frag mich, wo sie hinfährt. Ich frage mich, wo du hinfährst. Kann Melinda uns sehen? Ja, also ich dachte, wir sind unsichtbar im Engelsmobil. Die Geschichte mit dem Auto, die hat sich jetzt hier so ein bisschen erübrigt, oder? Verstehe. Wir können was anderes machen, Ronja. Okay, lass uns was anderes machen. Wen können wir noch beschützen? Ich glaube, Melinda sieht uns. Okay, warte, aber da ist jemand. Die fällt bestimmt gleich in den Brunnen. Die fällt bestimmt gleich in den Brunnen. Okay, pass auf. Du hast recht. Hier, Selina. Selina fällt bestimmt. Oder sie rennt gegen den Pfosten. Von einem dieser Pfosten auf den nächsten. Das ist sehr gefährlich. Yes. Folg ihr mal. Oh, Selina ist weg. Selina ist verschwunden, Easy. Sie ist verschwunden. Sie wurde entführt. Bestimmt ist sie hier im Club. Im Club? Ja, bestimmt. Okay, lass uns mal nachschauen. Aber im Club sind bestimmt auch Leute, die wir beschützen können. Ja, wie ihn zum Beispiel. Er macht komische Breakdance. Oh, er macht Saltos. Das ist sicher gefährlich für seinen... eigentlich wirkt er ganz gut dabei. Ja, trotzdem ist das gefährlich. Wir können ihn aber anfeuern, damit es funktioniert. Oh, okay, das ist eine gute Idee. Yeah, weiter so. Sehr Auf gut. geht's, weiter, gute Saltos. Oh, er sagt, hi, er freut sich. Vielleicht fühlt er sich motiviert mit seinen Saltos. Er macht jetzt keine mehr. Aber das ist gut. Ich denke, wir haben ihn beschützt. Ich denke, wir haben ihn bewahrt davor, Saltos zu machen. Ein weiterer erfolgreicher Job als Schutzengel. Okay. Vielleicht bei der Polizei. Bei der Polizei können wir sicher helfen. Okay, wie wollen wir hier dann helfen? Ich weiß nicht. Gibt es vielleicht gerade Eingesperrte? Weiß nicht. Hier sitzt niemand in der Zelle.
Hier, die ist auf jeden Fall offen. Warte, hier ist ein Lüftungsschacht. Da können sich ja Leute ausbrechen drüber. Ich guck mal, ich mach mal die Zelle auf. Ich helfe mal den Leuten, falls hier jemand vielleicht eingesperrt ist und der raus muss. Okay. Ja. Warte, hast du Melinda gerade festgenommen? Ja. Was? Ja, sie muss eingesperrt werden. Was hat Melinda getan? Ist es zu ihrem eigenen Schutz wahrscheinlich? Sie hat nicht gut genug getanzt. Sie hat nicht gut genug getanzt? Nein, hat sie nicht. Wir müssen sie mitnehmen. Okay, warte. Kommt sie nicht mit? Nee, irgendwie will sie nicht so recht. Verstehe. Achso, dann, dann muss ich ihn hier nehmen. Dann musst du ihn einsperren? Okay, okay. Ja. Sperr ihn ein und komm raus, ich mach zu, okay? Mach zu. So, okay. Ein weiterer guter Dienst für die Menschheit, den wir hier geleistet haben. Okay, kleines Engelskind. Ah, da bist du, hallo. Hi, okay. Hör mir zu, ich hab dich hergerufen. Mir geht's gut, aber meine Zeit auf der Erde ist jetzt vorbei und ich reise zurück in den Himmel, da wo wir alle herkommen. Auch du bist eines Tages in den Himmel. Aber wenn du groß bist. Okay. Aber bis dahin musst du noch auf der Erde weiter auf die anderen Menschen aufpassen, als Schutzengel, okay? Okay. Ich werde dir... Wie weit sind deine Flügel? Jucken deine Stellen schon? Oh, ja, die kommen schon fast raus, habe ich das Gefühl. Okay, pass auf. Ich werde dir meine Flügel weitergeben und dann kannst du damit lernen zu fliegen und zu schweben. Wie bitte? Wow! Mhm. Okay. Und dann... Lass mal rüberwachsen. Warte. Ich muss mich dafür hinlegen, okay? Das wird jetzt zwar aussehen, als ob ich sterbe, aber wie gesagt, denk dran. Ich gehe eigentlich nur in den Himmel. Okay. 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 Dann gebe ich dir jetzt hier mit meine Flügel. Oh mein Gott, es hat geklappt! Yeah! Oh, hätte ich nicht gedacht, dass ich auf mein Alter beim ersten Versuch nochmal meine Flügel übergeben kann. Okay, hör gut zu. Wie gesagt, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber ich werde jetzt hochreisen. Ich werde die anderen Engel von dir grüßen und, ich stehe auf deinem Knie. Du schwebst auf meinem Knie, wie es ein guter Engel tun sollte. Yeah! Okay, gut. Dann passe ich von oben auf dich auf. Danke, mach's gut, kleiner Engel. Auf die Menschen auf. Tschüss! So, das war's mit einer weiteren Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert unbedingt den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und schaut unbedingt bei Easy vorbei. Der Kanal ist in der Infobox verlinkt, so wie immer. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss!